Da ist der Jeremias Dubno. Guten Abend miteinander, heute zusammen hier im Saal. Auch von mir natürlich ein heute zusammen an die Leute daheim am Radio. Vielleicht schnell zur Erklärung für Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass ich während ich rede auch noch sehr virtuos jongliere. Mit drei Orangen, einer Motorsäge und einer Katze. Stell dir das vielleicht einfach vor daheim. Es ist nicht so gefährlich, wie es tönt. Ich musste die Motorsäge müssen abstellen wegen dem Lärm. Und die Katze, die lebt schon länger nicht mehr. Die kann ich einfach... Gut, ich denke, Comedy, das wollen so viel machen, da muss man irgendwie ein bisschen rausstechen. Darum habe ich die Kombination ausgesucht. Es gibt ja häufig so Kombinationen, Artisten, die dann auch lustig sind und so. Für mich ist das immer so ein bisschen wie das Voltigieren von der Kleinkunstszene. So eine Kombination von zwei Sachen, die grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben. Voltigieren, ich merke, es kennen nicht alle. Voltigieren ist Kunstturnen auf einem Ross. Kunstturnen auf einem Ross, das im Kreis läuft. Und ich muss sagen, ich bin jemand, der gerade jetzt im Sport eigentlich wirklich für jeden Kabis zu begeistern ist. Aber Kunstturnen auf einem Ross ist so eine Idee, wo ich dann irgendwo mal eine Grenze ziehen würde. Ich habe ja schon das Auge zugedrückt beim Biathlon. Langlaufen und Schiessen. Okay, meinetwegen machen wir das auch noch, schauen wir das auch noch. Ich dachte, ja, Comedy und Schiessen wäre vielleicht eine Variante, das haben sie aber im SRF nicht so gut gefunden. Jetzt, ja gut, aber andererseits muss man sagen, Langlaufen und Schiessen, oder? Dort kann ich mir wenigstens noch vorstellen, wo das historisch herkommt. Das hätte man vielleicht mal müssen können und darum hat es dann irgendwann einen Wettbewerb über das gegeben. Okay. Aber Kunstturnen auf einem Ross? Achtung, der Fiend greift da! Schnell, nimm den Black Beauty und mach ein paar Pürzelbäume drauf. Gut, jetzt ist mir die Katze schon zum dritten Mal am Boden gefallen. Ich tue mich wieder ein bisschen mehr auf die Sprache konzentrieren. Sprache ist ja etwas Wahnsinniges. Sprache ist immer in der Entwicklung, tut sich ständig verändern. Über Jahrhunderte, Jahrhunderte bleibt nie stehen. Und obwohl sie sich ständig verändert, haben wir irgendwann so mit 40, 50 findet man dann so, so, jetzt ist gut, jetzt ist richtig, so wie ich rede, stimmt's. Wir können aufhören mit dieser Entwicklung, danke vielmals. Aber nicht nur regt sich jeder 40-Jährige irgendwann darüber auf, wie die Jungen reden, sondern die 40-Jährigen leben auch so in dieser leicht narzisstischen Fantasie, dass die ganze Sprache sich immer schön entwickelt hat, genau bis jetzt, genau bis zu ihnen. Jetzt haben wir hunderte und hunderte Jahre die Sprache entwickelt und uns so Mühe gegeben. Und jetzt, genau wo ich 40 bin, genau jetzt so ein Zufall, wo alles immer richtig gegangen ist, jetzt kommen die Jungen und machen alles kaputt. Ist natürlich Kabis die Ansicht, wie gesagt, Sprache verändert sich einfach, das gehört dazu. Da muss man damit leben und das akzeptieren, Punkt. Ich habe aber natürlich auch, ich bin jetzt nicht mehr, bin auch 40 gewesen, habe auch manchmal die leicht nostalgischen Züge in mir empfinden, ja, gewisse Sachen, können wir uns nicht ein bisschen mehr Mühe geben? Ich sage jetzt mal als Beispiel, beim Fluchen nur schon. Oder? Heutzutage werden immer gerade die schweren Geschütze aufgefahren. Egal was ist. Ich habe das Gefühl, ich höre nur noch Arschloch und Wichser. Punkt. That's it. Darunter geht man gar nicht mehr, oder? Nur noch Arschloch und Wichser. Immer gerade heavy, heavy drin. Was ist das? Da gäbe es doch. Zum Beispiel, jetzt einer rennt mir kurz vor dem Auto durch. Ich muss ein bisschen weniger schnell, darf ich anfahren. Das ist gerade ein Wichser. Aber einer, der ein bisschen schnell vor meinem Auto durchläuft, das ist vielleicht ein Pflock oder ein Lappi oder so. Aber sicher kein Wichser, also bitte. Und darum habe ich gedacht, ich könnte vielleicht die Zeit, die ich hier habe, schnell ein bisschen so im Service-Public-Gedanken auch nutzen und euch das mitgeben auf den Weg. Sind wieder ein bisschen subtiler. Vergessen nicht Nuancen. Wir verlieren immer mehr Nuancen in unserer Welt. Immer schwarz-weiß, immer Vollgas. Und darum einfach schnell, mein System funktioniert so. Ich habe mir jetzt also so zurechtgelegt. Ich habe eine Art eine Richterskala oder einen pH-Wert oder so etwas. Der geht von 1 bis 5. Und da kann man einfach mal anfangen beim 1. Das wäre jetzt zum Beispiel der Jockel. Das ist noch sehr fein, das ist knapp zu erkennen überhaupt als Fluch. Stufe 2, das wäre dann zum Beispiel der Glünki. Schon ein bisschen mehr, immer noch eher brav, nicht wahr? Stufe 3, jetzt in meiner Abfolge von dieser Reihe, wäre dann schon der Hornochs.
schon etwas klarer, wo es hingeht in diesem Fall, oder? Stufe 4 ist dann der Double. Das ist einer der Klassiker, der ist sehr vielseitig einsetzbar, funktioniert eigentlich fast für alles. Lädt aber auch noch ein Luft nach oben zu der Stufe 5, wo jetzt in meiner Reihe der Schafsäckel wäre. So funktioniert das. Da kann man immer so das richtige Schubladli ziehen, muss nicht immer gerade Vollgas gehen. Oder? Vielleicht als Eselsbrücke, damit ihr ein bisschen versteht, wie ich das mache. Stufe 1, der Jockel, das ist etwas, das kann man auch mal 4-5-Jährigen locker ins Gesicht sagen, ohne dass er einen bleibenden Schaden davon trägt. Kein Problem. Wie es dann so weitergeht, Glünki ist ja schon ein bisschen mehr und so geht es dann durch bis zu der weiteren Stufe. Ein 16-Jähriger hat eigentlich, kann noch kein Schafsäckel sein. Ein 16-Jähriger hat gar noch nichts emotionales Rüstzeug, um ein richtiger Schafsäckel zu sein. Da braucht man auch ein bisschen Geld und so. Ein 16-Jähriger. Ein 16-Jähriger kann aber, das muss man auch feststellen, durchaus schon ziemlich ein Double sein. Es gibt viele 16-Jährige Double, das gehört auch so ein bisschen in die Phase. Das ist einfach so die Zeit, da ist man ein bisschen ein Double. Und der ein oder andere von denen wird irgendwann auch zum Schafsäckel arbeiten, da bin ich sicher. Gerade die Double, die eben früher schon ein bisschen so eine Grundhaltung von einem Jockel oder einem Glünki oder so etwas hatten, nicht wahr? So, und das wäre es eigentlich schon gewesen von mir. Danke vielmals. Jeremias Dubno. Auf der SRF3 Comedy Talent Stage. Ich habe es eingangs erwähnt, du hast bis jetzt hauptsächlich Pointe für andere geschrieben. Mhm. Was hat dich an die Front gedrängt? Also grundsätzlich ja, ist es vielleicht schon so ein bisschen in meinen Genen gewesen. Ich habe viel Musik gemacht, Konzerte gespielt und ich bin jemand, der bei Konzerten sich immer sehr darüber aufgeregt hat, wenn Bands so «Hoi zusammen» und so «Das Lied habe ich geschrieben, was geregnet hat» und so. Und ich habe immer versucht, ich habe auch jetzt nicht unbedingt nur funny Songs, aber ich habe irgendwie versucht, das zwischendurch so ein bisschen, und so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich gefunden habe, ich möchte das ein bisschen pflegen und da mal wirklich sozusagen Gitarre weg und ich habe viel Stand-Up-Comedians gerne, also probieren wir es mal. Ich habe mal am Seven, wo ich einen der begnadesten Entertainer finde, auch zwischen den Songs, weil er wirklich sehr, sehr lustig ist zwischen den Songs. Ich habe ihm mal gesagt, am stärksten finde ich dich zwischen den Songs. Ich glaube, er hat mich jetzt aus der Kontaktliste gelöscht. Ich bleibe aber dabei. Nebst den Songs, die bei ihm auch grossartig sind, ist er wirklich ein guter Unterhalter. Und du bist definitiv auf dem Weg dorthin. Was sind die weiteren Pläne? Ja, mehr von dem natürlich. Da kann man es immer wieder mal probieren. Comedy House finde ich sehr eine gute Idee. Gibt noch andere Orte. Ich habe es im Casino-Theater schon mal gemacht und würde mich jetzt da weiter ein bisschen die Fühler ausstrecken und so weiter. Also, das war nur eine Zwischenlandung von Jeremias Dubno. SRF 3.